Es gibt sie nicht nur in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, sondern auch von mehreren Herstellern. Ich habe mir jetzt mal so eine Dose hier im Internet bestellt, kostet saftige 40 Euro, verspricht aber auch 40 Portionen. Und das ist deutlich günstiger als so eine große herkömmliche Dose, die im Schnitt 1,50 Euro pro halben Liter kostet. Ob es sonst noch Vorteile gibt von dem neuen Pulver, das gehe ich jetzt mal rausfinden. Bepackt mit den Energy Boostern will Christoph mehr über den Inhalt erfahren. Ernährungswissenschaftler Stefan Lück soll dabei helfen. Dem sticht gleich die Verpackung ins Auge. Ja, aber die sind schon ganz schön freaky aufgemacht. Ne? Die heißen so hier irgendwas mit Digital und Nuclear Edition und so. Was hast du? Bubble? Bubblegum. Ja. Boah, das ist ja brutal. Momentan ist das Pulver auch noch konzentriert. Der intensive Geruch ist sogar beabsichtigt. Man muss riechen, dass du sie getrunken hast. Und wenn der das trinkt, hey, dann muss ich das auch trinken. Ist das so ein Ding, das sagt mir das Gehirn dann, oder wie? Klar. Und das kriegt man natürlich nur mit gigantischen Mengen an Aromastoffen hin. Wollen wir mal probieren? Hast du Bock? Brauchst du Energie? Ja, ich brauche Energie. Habe ich mitgebracht, jede Menge. Okay, dann bauen wir uns das Ding mal zusammen. Was brauchen wir denn? Einfach nur 500 Milliliter Wasser. Die Zubereitung ist easy. Stefan wählt die grüne Superpower. Und Christoph die Kaugummi-Variante. Einen Löffel Pulver dazu und ordentlich schütteln. Wow. Ach du heiliger Bimbam, das sieht ja noch giftiger aus. Wie das knistert. Los geht's. Schmeckt fast wie die Klassiker. Wow. Wow. Das Erste, was mir auffällt, was hier fehlt, im Vergleich zu den Dosen, ist die Kohlensäure. Tipp, dafür das Pulver vorsichtig in Sprudelwasser anrühren. Ein Pluspunkt für das Pulver, es spart Unmengen an Dosenmüll. Kann der Experte den Boostern geschmacklich was abgewinnen? Brutal süß. Also die Süßstoffe kommen hier raus. Ist das so ein Leitprodukt hier oder was? Ja, das ist ja eben das, womit sie werben. Mhm. Deutlich weniger Zucker als die normalen Energy-Drinks. Alle? Ein halber Liter des selber Mixgetränks enthält gerade mal 4 Gramm Zucker. Das entspricht einem Zuckerwürfel. Im klassischen Energy Drink kommen auf dieselbe Menge 78 Gramm Zucker. Das entspricht 26 Zuckerwürfeln in einem halben Liter. Wie wirken die denn? Unser Körper nimmt den Zucker sehr schnell auf. Er gelangt übers Blut in die Organe und wird dort verbrannt. So entsteht Energie. Präzise, unser Blutzuckerspiegel steigt schnell an. Deshalb sind wir für eine kurze Zeit super konzentriert. Auch unser Insulinspiegel geht rasch in die Höhe. Der führt dazu, dass fast der gesamte Zucker in die Fett- und Muskelzellen gelangt. Die Folge? Der Blutzucker sinkt wieder ab und das Insulin drückt ihn zusätzlich nach unten. Nach einem kurzen High, bei dem Glückshormone freigesetzt werden, kommt es zum Leistungsabfall. Nach einer Stunde ist die Wirkung meist verpufft, ein Teil vom Zucker in Fett umgewandelt. Deswegen steckt in den Pulverdrinks fast kein Zucker. Aber auch die klassischen Energy-Drinks gibt es inzwischen sugar-free. Was den neuen Pulverdrinks ordentlich Wumms gibt, ist das Koffein. Der Experte erklärt, wofür es gut ist. Koffein ist die richtige Droge, ja, ein Stimulans. Wir wissen, Koffein erweitert die Blutgefäße. Das heißt, schneller kommt Sauerstoff und Energie in die Zellen. Das heißt, wir haben eine bessere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Und deswegen wird es natürlich auch bis heute immer wieder eingesetzt als Wachmacher. Logo. Koffein kennen wir auch in anderen Lebensmitteln. Eine Tasse Kaffee enthält im Schnitt 80 Milligramm Koffein. Eine Tasse Tee hat etwa 30. Und selbst eine Tafel dunkle Schokolade hat 50 Milligramm. In den neuen Pulverdrinks sind 250 Milligramm enthalten. Das entspricht gut 3 Tassen Kaffee. Eine Wirkung bedeutet immer auch, es gibt eine Nebenwirkung. Und die können bei manchen Menschen schon ganz früh eintreten, bei 150 Milligramm pro Tag zum Beispiel. Da gibt es Leute, die schon mit Herzrasen anfangen, Kopfschmerzen bekommen, Schwindelgefühle. Deswegen sagt der Gesetzgeber, hey, 250 Milligramm muss das Limit sein.
Laut europäischer Behörde für Lebensmittelsicherheit sollen Jugendliche maximal 3 Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht aufnehmen. Sonst kann es der Gesundheit schaden. Das sind bei 50 Kilo 150 Milligramm Koffein pro Tag. Beim hochdosierten Pulverbooster sind in einem halben Liter bereits 250 Milligramm enthalten. Der Hersteller weist darauf hin, dass keiner diese Tagesdosis überschreiten soll. Im Vergleich, eine große Dose des Klassikers bringt's im Schnitt auf 160 Milligramm. Was man ja auch immer wieder liest, ist das Taurin. Es gab ja das erste Energy-Getränk, das hat ja so ein Bild gehabt in der Marke mit Stieren, lateinisch Taurus. Und deswegen musste natürlich in das Produkt auch Taurin rein. Ja, das passte natürlich wunderbar. Aber einfach nur aus Marketinggründen? Also ich behaupte das mal einfach so, ja. Es gibt keine Studien, die belegen, dass Taurin leistungssteigernd ist, so der Experte. Laut Herstellern soll es die Wirkung von Koffein sogar verstärken. In Deutschland war der Energy Drink erst ab 1994 zugelassen. Man befürchtete Suchtgefahr. Der Schwarzmarkt florierte. Doch schnell wurden die Energy Drinks zum Verkaufsschlager. Das Versprechen? Trinkst du so ein Energiewunder, bekommst du fast übermenschliche Kräfte. Was sagt der Ernährungswissenschaftler zu Zutaten wie Guarana oder Ginkgo-Extrakt? Was hat das da drin zu suchen? Es ist halt so, dass diese Stoffe gerne verwendet werden auf den Zutatenlisten, um das Image noch ein bisschen aufzupolieren. Ja, am Ende des Tages reden wir bei diesem Produkt wirklich nur um ein koffeinhaltiges Produkt. Und das ist es. Stefan kennt noch eine Alternative. Los geht's mit seinem frischen Powershot. Die Basis dafür ist konzentrierter grüner Tee. Der muss gerade mal 2 Minuten ziehen, um seine volle Kraft zu entwickeln. Einfach abseihen und abkühlen lassen. Beim grünen Tee ist es so, dass wir auch Gerbstoffe drin haben, die das Koffein noch ein Stück weit halten. Das heißt, so sukzessive abgeben, was ja gut ist, weil ich will ja längerefristig den Kick haben über das Koffein. Ne? Ingwer und Chilis sorgen für die Schärfe. Der Körper schüttet Adrenalin aus. Zitronen sind die Vitaminbomben im Drink. Wir wollen ja, dass unsere Säurerezeptoren uns den Kick geben, ja, dass wir wach werden. Honig gleicht den bitteren Geschmack des Grüntees aus. Dazu kommt noch mehr Süße. Ein aus Stärke gewonnener Zucker. Maltodextrin. Genau. Was ist es, was tut es? Da sind Zuckermoleküle aneinandergereiht zu einer Kette, die ist relativ groß. Mhm. Und da muss unser Körper erstmal verdauen, bis er es aufnehmen kann. Und das dauert. Das heißt, das ist unsere längerfristige Energie. Christoph gibt 4 Esslöffel auf einen Liter. Am Ende hat der Powershot etwa so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee. Die Schärfe pusht zusätzlich. Ui! Ah. Alter! Oh. Ja, oder? Ich weiß, was du mit Adrenalin meinst und Schmerzrezeptoren. Oh, das ist richtig gut. Da haben wir natürliche Zutaten und die wirken jetzt, weil die Natur hat viel mehr Kräfte, als sie mit solchem Pulver jemals erreichen kann. Doch nicht jeder hat frische Zutaten zu Hause. Dann einfach in Maßen zu den Energy Drinks aus Pulver greifen. Die sind günstig und easy zuzubereiten. Sie schmecken lecker und sparen sogar noch Müll.